Viele Jahre lang war Energie sehr, sehr günstig und Geld hat nichts gekostet, weil die Zinsen bei Null waren. Jetzt ist Energie teuer geworden und Geld ist ebenso teuer geworden, seit die Zinsen wieder gestiegen sind. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir wollen ja in Europa die große Energiewende schaffen und das brauchte Geld, das braucht sehr, sehr viel Geld. Eben jenes Geld, das jetzt auch sehr teuer geworden ist, das wiederum verteuert die Kosten für diese Energiewende. Eine Energiewende, die letztendlich in der EU die Klimaneutralität anstrebt, ungeachtet der Tatsache, dass China das nicht tut, dass China weiter seine CO2-Emissionen nach oben fährt und letztendlich wahrscheinlich die Gesamtbilanz dann sogar negativ ist. Das heißt, China neutralisiert, mehr als neutralisiert letztendlich unsere Anstrengungen, die wiederum sehr, sehr teuer sind, sehr viel Geld kosten und bisher gnadenlos ineffektiv sind. Kein Zufall, dass Deutschland die höchsten Stromkosten weltweit hat für Privatverbraucher, gleichzeitig die zweithöchsten CO2-Emissionen in der EU. Das ist eine schlagend mathematisch wunderbare Bilanz. Die hat noch niemand irgendwie wirklich erklären können, was da schief läuft. Und jetzt schauen wir uns die Lage mal an einem US-Feiertag, an dem nichts los ist. Wir sehen aber schon natürlich die Folge der gestiegenen Zinsen und die sehen wir vor allem im Abschwung der Industrie und die sehen wir hier global, wenn wir hier mal anschauen, JP Morgan Global Manufacturing PMI. Und das ist vielleicht kein Zufall, denn dieser Sektor, der braucht viel Investitionen. Wenn aber Geld teuer ist, dann werden diese Investitionen teurer. Also fährt man latent die Produktion eher runter als nach oben. Hier sehen wir also die ersten Auswirkungen von Zinsen und wir sehen auch die Auswirkungen natürlich einer Energiepolitik, die Energie verteuert. Das gilt vor allem für die Eurozone, wo ja die Konjunkturdaten, die Wirtschaftsdaten aus der Industrie, aus dem Gewerbe besonders dramatisch schlecht sind, viel schlechter noch als in anderen Regionen. Und hier sehen wir mal die sogenannte Terminal Rate Expectations, also das, was man erwartet an Zinsgipfel. Da ist Europa eigentlich noch mit am besten dran, knapp 4%, und das liegt daran, dass natürlich die Schulden hier besonders hoch sind und einige Länder, vor allem im Süden der Eurozone, gar nicht solche hohen Zinsen verkraften können. Gleichwohl ist die Inflation ja nicht viel niedriger als irgendwo anders. Also wir sind da auch besonders schlecht aufgestellt. Und jetzt wird die Europäische Kommission heute wahrscheinlich sagen, also wir hätten da ein Problemchen. Wir brauchen nämlich 700 Milliarden Euro pro Jahr an Investitionen, um hier diese Klimawende, diese Energiewende wirklich zu schaffen. In vorherigen Projektionen der Europäischen Kommission war das deutlich, deutlich weniger. Wir sehen also, die Kosten steigen weiter. Es muss mehr investiert werden. Jetzt sagt die Europäische Kommission, ja, ja, das wird halt aus privaten Mitteln finanziert. Ja gut, aber dann muss das so rentabel sein, diese ganze Geschichte, dass sich diese hohen Zinsen, die praktisch meine Geldaufnahme ja deutlich verteuern, auch wirklich rechnen. Und jetzt setzen wir natürlich schlauerweise auf die beiden Energieträger, die latent am ineffizientesten sind, nämlich Wind und Solar haben die geringste Energiedichte. Und wenn man mal guckt, wie viel Energie man reinstecken muss, etwa in die Produktion von Solar, also zum Beispiel Solarpanels, dann ist der Ertrag, den man an Energie aus diesen Energieträger Solar bezieht, etwa das Zehnfache. Bei Wind etwa das 20-fache, bei fossilen Energieträgern in der Regel 40 bis 50, bei Atom 100. Das heißt, ich muss hier bei Wind und Solar am relativ meisten reinstecken für den relativ geringsten Ertrag. Und wie gesagt, das zu Zeiten, wo eben dann das Geld sehr, sehr teuer ist und irgendwer die ganze Geschichte bezahlen muss. Bislang bezahlen wir es, nämlich die Steuerzahler, die über horrende Kosten für ihre Strom, Gas und welche Rechnungen auch immer davon betroffen sind, und es bezahlt die Industrie, die im Abschwung ist, die Stromkosten, Energiekosten hat, die eben langsam nicht mehr rentabel sind. Deswegen geht man gerne weg. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir in zentralen Bereichen dieser Energiewende eben sehr abhängig von China sind, etwa bei Gallium, Germanium, also Metallen, die latent eine Effizienzsteigerung ermöglichen bei solchen Produkten, bei Energieträgern etwa oder vor allem bei Chips. Da ist dann der Stromverbrauch geringer, da ist manches effizienter oder wird durch solche Metalle hier deutlich effizienter. Heute hat Minister Habeck gesagt, wir hätten ein riesiges Problem, wenn jetzt China auch Silizium
Exportkontrollen machen würde. Also nicht nur Gallium und Germanium, das gilt ja ab dem 1. August. Und hier jetzt ein Bericht von uns und Bloomberg, der zeigt, diese Rohstoffbeschränkungen, die zielen vor allem auf den Green Deal der EU und sind eine Replik, könnte man sagen, eine Antwort auf die Politik der EU, die ja sozusagen versucht, sich von China irgendwie abzukehren, ohne jetzt komplett die Bande zu zerreißen. Aber man sieht ja in letzter Zeit doch relativ scharfe Aussagen wieder gegen China. Die schießen jetzt zurück. Das trifft natürlich dann ein Stück weit auch die USA. Aber da ist durchaus im Fokus eben die EU. Und Olaf Scholz hat uns ja das Wirtschaftswunder versprochen. Aber nach einer Analyse der Beratungsfirma Anders oder FTI Anders ist es so, dass etwa 26% des produzierenden Mittelstands erwägen, ihre Produktionsstätten zu verlagern, 40% davon nach Asien, 15% nach China, auch unter größeren Firmen mit also mindestens 1000 Beschäftigten, sogar 36% wollen ihre Produktion verlagern. Und dann ist eben die Frage, naja, wer soll denn dann diese Energiewende erstens bezahlen? Wie soll das möglich sein, wenn da gut bezahlte Arbeitsstellen wegfallen, dadurch Steuereinnahmen wegfallen, die letztendlich ja dann dazu führen könnten, dass diese Energiewende wirklich gelingt. Der zweite große Abwanderungszielpunkt, das sind die Amerikaner. Mit dem Chips Act und dem Inflation Reduction Act ist das nochmal beschleunigt. Und wir sind ja ohnehin unglaublich abhängig hier in Deutschland und Europa vor allem, aber vor allem in Deutschland von Energieimporten, von Materialimporten. Wir haben kaum Rohstoffe, wir haben sehr wenig eigene Energieträger. Wir haben jetzt die Situation, dass eben unsere Industrie im Sinkflug ist. Wir haben Exportnachschwäche, Exportschwäche in letzter Zeit und setzen jetzt auf diese beiden Energieträger, die wir jetzt nicht im Übermaß haben. Das gilt vor allem für Solar. Bei Wind geht es noch, an der Küste in Norddeutschland ist das noch ganz okay, aber sonst in Deutschland ist ja Wind jetzt nicht gerade so das, was auch unbedingt wahnsinnig intensiv ist. Also so richtig Sinn macht das alles nicht. Man sollte vielleicht eher einen Energiemix machen, man sollte alle Energiequellen nutzen und die möglichst effektiv und möglichst umweltschonend nutzen. Es macht keinen Sinn, teures, unter umweltzerstörendsten Bedingungen produziertes Fracking-Gas aus den USA mit Schwerdieselöl nach Europa zu schaffen, damit wir dann sagen, hurra, hurra, wir sind ja so unglaublich grün. Das macht keinen Sinn, das macht letztendlich unsere Glaubwürdigkeit kaputt. Und hier sehen wir nochmal diese schwachen Exportzahlen jetzt. Das ist ja runtergegangen im Rahmen von Corona sowieso, dann hat sich das erholt, aber jetzt zeigt das Ganze wieder nach unten überraschenderweise und insgesamt sehen wir hier, wenn wir die gesamte EU mal anschauen, ein explodierendes Handelsbilanzdefizit zu China. Wir werden also immer abhängiger, das gilt für Deutschland, das gilt für die Eurozone insgesamt und diese gestiegenen Zinsen und diese gestiegenen Energiekosten, die zwingen jetzt die Arbeitnehmer, höhere Löhne zu fordern, was wiederum latent inflationär ist, womit man latent dann auch später die Zinsen weiter anheben muss seitens der EZB, möglicherweise auch anderer Notenbanken. Wir haben also eher eine, könnte man sagen, Preis-Lohn-Spirale als eine Lohn-Preis-Spirale, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier zeigt, völlig richtig. Absolut auf den Punkt gebracht und gestiegene Zinsen sind dann gleichzeitig auch sozusagen ein Problem für den Wohlstand der Menschen, denn ihre Häuser werden weniger wert. Jetzt dürften die Immobilienpreise laut einer Studie der DZ Bank nochmal um 6% sinken, also all das sind Wohlstandsverluste. Gleichzeitig auch Arbeitsplatzverluste. Hier sehen wir mal ein paar Rohstoffe, die wir brauchen. Da ist Kobalt, da ist Lithium, das auch in Europa vorkommt, aber jetzt nicht allzu üppig im Vergleich zu anderen Weltregionen. Kupfer, gut zu recyceln, schwer zu ersetzen, aber auch ziemlich schmutzig in der Herstellung, sehr energieintensiv. Das gilt für viele dieser Materialien. Seltene Erden, große Abhängigkeit von China, Nickel, Preis deutlich gestiegen. Aber schauen wir mal hier Thema seltene Erden nochmal. Hier sehen wir, dass sowohl die Förderung als auch die Reserven vorwiegend in China passieren. Die USA hat geringe Reserven, aber eine relativ starke Förderung. Und warum das bei uns nicht passiert, ist schlichtweg, dass diese Geschichte ungemein schmutzig ist. Wir sehen hier, eine Studie hat hier gezeigt, bei einer chinesischen Mine für seltene Erden giftige Abgase, Millionen Tonnen an Rückständen, Abwasser
radioaktive Substanzen, stark ätzende Stoffe wie Schwefel, Flusssäure etc., wahnsinnig hoher Wasserverbrauch. Das wiederum sorgt dafür, dass die Wüstenausbreitung in diesen Regionen weiter voranschreitet. Und dementsprechend ist es eben nicht so, dass das alles so fürchterlich clean ist, sondern die Schäden entstehen eben woanders. Auch wenn wir natürlich ein wunderbares Gewissen haben, wenn wir dann ein E-Auto fahren und sagen, wow, siehst du, ich bin der Gute, ich schicke hier kein CO2 in die Luft. Das ist allerdings falsch, denn faktisch ist ja vorher schon Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, Kupfer, Aluminium, Stahl, Kunststoff, alles musste produziert werden für diese Batterie. Also wir können nicht sprechen von Null Emissionen. Und dann lesen wir so wie bei Zeit Online, in der herkömmlichen Demokratie schränken wir heute private und öffentliche Willkür ein, um im Jetzt mehr Freiheit für alle zu schaffen. In einer Klimademokratie, oder heißt es Demokratur, weiß ich noch nicht, schränken wir heute den Verzehr der Umwelt ein, um morgen mehr Freiheit für alle zu ermöglichen. Genau dieses Versprechen glaube ich nicht. Ich sehe eher die Freiheitseinschränkung und eben nicht den Freiheitsgewinn in der Zukunft. Genau das ist das Problem, das nicht nur ich habe, sondern offenkundig viele, die etwa mit der Politik der Bundesregierung jetzt nicht so fürchterlich einverstanden sind. Nach neuesten Umfragen hat die Ampel ja jetzt weniger als 40% der Stimmen. Die AfD ist zur zweitstärksten Partei aufgestiegen, fast schon in Sichtweite der CDU. Und dann muss man sich natürlich fragen, ob das Zufall ist oder ob da nicht ein paar Dinge schon durchaus ein bisschen falsch laufen, ohne dass man jetzt mit der AfD irgendwie sympathisieren würde. Aber all das hat eben Ursachen. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass diejenigen, die Energie haben, sich tendenziell verbünden, etwa Iran, Saudi-Arabien, früher undenkbar, und vor allem diese energiereichen Länder, die verbünden sich immer mehr mit China. Das heißt, wir sind hier immer mehr in einer unglaublich schwierigen Lage. Wir wollen die Energiewende schaffen, sind dabei abhängig von diesen energiereichen Ländern, die aber unsere Form der Demokratie ablehnen, vor allem unseren Zugang etwa zu dieser CO2-Neutralität irgendwie nicht nachvollziehen wollen. Und das macht die Lage dann nochmal schwierig. Abschließend, meine Damen und Herren, zu diesem Thema. Wie gesagt, heute ja kein Handel in den USA, dementsprechend Totentanz auch hier in Europa. Klimawende, Zusatzinvestitionen von 700 Milliarden jährlich. Wer soll das bezahlen? Das ist die große Frage. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Rohstoffbeschränkungen zielen auf Green Deal der EU. So ein Pech, das ist ein bisschen doof gelaufen. Zweite Empfehlung. Und China schlägt zurück. Exportkontrollen für Gallium und Germanium. Da nochmal super interessante Hintergründe, was da alles dahinter steckt, warum das alles wichtig ist. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.